mein linkes Auge ist leicht havariert. Beim Einfüllen ist mir da Branntkalk reingeschwappt und ich musste das auswaschen. Sofort auswaschen. Ich bin in die Genossenschaft gesprungen, habe kein fließendes Wasser gefunden. Da habe ich aus dem Getränkeregal eine Wasserflasche rausgerissen und mir über die Augen geschüttet. Aber ich glaube, ja, jetzt es kommt wieder gut. Auge ist leicht gerötet und brennt mich noch. Ja, scheiße. Hätte da eine Schutzbrille tragen sollen. Oh, fertig gestreut. Jetzt Streuer schnell weiterbringen. Da wartet schon wieder ein Kollege darauf, der auch Branntkalk streuen will vor der Rapssaat. Es eilt da bei mir oder bei uns. Branntkalk streuen wird gegruppert und dann komme ich mit dem Klingenrotor. Strich über das Feld kann ich da locker mit dem Klingenrotor mit 6 Stundenkilometer fahren und die Erde wird krümelig. Und der Raps wird gesät vom Säbetrieb Ersigen und zwar machen eine Einzelkornsaat und spritzen hinten gerade gegen Unkraut. Das wird morgen um 6 Uhr wird bei mir die Saat in den Boden bringen. Jawohl. Ja, wie ihr da gesehen habt, habe ich da einen alten 311 6-Zylinder Motor gewusst. Den habe ich nicht gekauft. Nur, dass das gerade richtig gestellt ist. Den miete ich von der LMG Graspiel für September, Oktober während der Kartoffelernte, während des Getreidesaat und so weiter. Weil ja mein 311er, der war ja viel auch am Kartoffelroder hängt, habe ich so doch noch einen Traktor mit Leistung, mit dem ich pflügen kann oder gruppen kann und irgendwas machen. Der LSA ist bärenstark. Der killt die Sicherungsschrauben unseres Gruppers. Oh, liebe Freunde, der Bauer Housi mit Sonnenbrille. Wegen meinem Auge, der Branntkalk reingeflogen ist, trage ich da jetzt eine Sonnenbrille, ist nicht empfindlich geworden. Ne? Liebe YouTube-Freunde, das war der 31. August. Ist auch der Geburtstag von Bauer Housi, jawohl. Ich lasse euch mal schätzen, wie alt ist denn der Bauer Housi geworden heute? Schreibt mir doch das, eure Schätzung. Das ist ein eher mühsamer Tag gewesen, aber gleichwohl bin ich jetzt froh, dass da fertig ist. Und jetzt gehe ich nach Hause und hoffe, meine liebe Frau hat mir was zum Nachtessen bereit gemacht. So, liebe YouTube-Freunde, 7 Uhr
Feld fertig bereit gemacht für die Rapssaat morgen. Und ja, gutes Feierabend.